So, hallo, leicht unvertrautes Gesicht. Wir haben einen kleinen Zwischeneinwurf, bevor es mit der FOP losgeht. Und zwar möchte ich auf die Demo, die diesen Donnerstag, also übermorgen, vor der Lesbar stattfindet, aufmerksam machen. Ihr habt mit Sicherheit alle von der Energiekrise mitbekommen, die aktuell sich durchzieht. Und davon ist leider auch unsere Universität betroffen. Unserer Universität fehlen Gelder im zweistelligen Millionenbetrag. Das heißt, es steht massiv in Gefahr, dass wir nächstes Jahr genauso unsere Vorlesungen besuchen können, wie wir es aktuell gewohnt sind. Und zwar vor allem in Präsenz. Genau aus dem Grund gab es vor 2 Wochen eine studentische Vollversammlung, und auf der Vollversammlung haben wir beschlossen, dass wir zusammen mit den Angestellten an der TU demonstrieren gehen und als Studenten in den Streik treten. Unsere Forderungen diesbezüglich lauten: Wohnen und Leben muss für alle bezahlbar sein. BAföG und Löhne müssen für ein gutes Leben ausreichen. Kein Stellenabbau, weder bei wissenschaftlich angestellten Mitarbeitern noch bei Hilfskräften, das heißt unter anderem auch die Tutoren, die hier die FOP betreuen oder die Mathe 1. Die Uni muss offen bleiben, damit wir einfach weiter forschen und auch anständig lernen können. Und wir fordern einen Ausgleich der Preissteigerung und eine Entlastung für alle. Denn einige von euch werden auch in Wohnheimen wohnen, und da gab es letzte Woche Montag einen unangenehmen Brief, dass schon wieder die Nebenkosten um etwa 50 € erhöht werden. Das ist hart, und das zeigt sich aktuell in der BAföG-Steigerung gar nicht. Unter anderem wollen wir auch, dass das BAföG für alle reicht und man nicht mehr darauf angewiesen ist, dass die eigenen Eltern zu wenig verdienen und man sich dann melden kann und vom Staat auch unterstützt wird. Das muss einfach besser laufen. Und dementsprechend, das betrifft nicht nur euch tatsächlich mit der Finanzierung, das betrifft auch die Professoren und Dozenten, die Lehrveranstaltungen halten und die hier auch angestellt werden. Denn es droht tatsächlich, dass wir nächstes Jahr keine Neuanstellungen bzw. Vertragsverlängerungen laufen lassen können, weil schlichtweg das Geld fehlt. Dafür muss der Staat einfach aufkommen. Und deswegen brauchen wir auch eure Unterstützung. Zeigt Präsenz, seid laut. Kommt am Donnerstag vor die Lesbar. Das ist das Café unter der Bib. Wir machen dann eine große Stadtrunde und enden mit einer Tour durch den Herrengarten, um tatsächlich auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Denn bisher hat das Land Hessen gesagt, es reichen die 4% Geldererhöhung fürs nächste Jahr völlig aus. Und das tut es nicht. Das tut es wirklich nicht. Und ihr alle wollt ja nächstes Jahr weiterhin in Präsenz lernen und eure Studikollegen sehen. Falls ihr weitere Informationen wollt, auch nochmal genaue Auflistungen dazu, was die Forderungen beinhalten, findet ihr das Ganze zum einen in der Telegram-Gruppe mit dem QR-Code. Ich weiß, der ist ein bisschen klein. Das ganze Sharepick gibt es auch nochmal auf unseren Social-Media-Kalendern der Fachschaft. Das wäre auf Instagram D120. Und ansonsten gibt es noch die totalausfallverhindern.wordpress.com-Webadresse. Da findet ihr auch nochmal neue Zeitungsartikel, denn bei den ersten Universitäten hier in Hessen droht bereits die Schließung über die Winterpause. Die verlängern und machen sogar die Bibliotheken zu. Es ist in manchen Unis auch schon geplant, dass prinzipiell nächstes Jahr an Wochenenden die Bibliotheken zu hat. Das heißt auch weniger Lernräume für uns alle. Einfach damit wir das verhindern können, am Donnerstag mit zur Demo kommen, mit ein bisschen laut sein. Ihr müsst nicht viel machen, nur wie gesagt da sein, damit man sieht, dass es uns Studierende wirklich interessiert. An der Stelle dann danke, und dann übergebe ich wieder zurück an die FOP.